Ist das jetzt das Ouroboros-Symbol? Was soll ich tun? Hallo, meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Project Nightmares Case 36 Henrietta Catwood. Wir sagen einfach Project Nightmares. Oder Case 36. Eins sage ich euch jetzt vorher. Ja, wenn mir OBS bei diesem Spiel abkacken sollte, werde ich das nicht nochmal spielen. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ich habe mein Handy nicht hier. Und auch alles andere Notwendige nicht. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Okay. Ich gebe es zu, ich habe nachgeguckt, was jetzt noch so auf mich zukommt. Einfach, weil ich auch wissen wollte, wie lange dieses Spiel geht. Das habe ich noch nicht direkt rausgefunden. Dabei ist mir aber eins aufgefallen, mir fehlt noch eine Holzmaske. Und ich gebe auch das zu, im Zuge dessen habe ich geguckt, wo ich die finde, weil wir hatten drei Türen, drei Masken. Und ich hatte jetzt keinen Bock, durch dieses gesamte Haus nochmal zu rennen, ja, und mir das anzutun, insofern... Und jetzt die Maske. Und zwar soll die sich im Salzkreis befinden. Das heißt, wir müssen nochmal zurück. Und das möchte ich gerne machen, bevor ich jetzt dieses Bild da anfasse, weil ich nämlich nicht weiß, was dann passiert und ob ich da nochmal zurück kann. Darum, ich habe mir nicht alles angeguckt. Jetzt muss ich auf Klo. Nee, komm, jetzt... Wir gehen fortsetzen. Ich hatte auch Glück. Wir können hier anfangen. Ja, das ist gut. So, Kumpel. Wir gehen jetzt zurück zum Salzkreis. Haben wir noch Kerzen? Nein, natürlich nicht. Und auch kein Salz. Okay. Gucken, ob wir hier noch... ja. Oh mein Gott. Ja, komm, nimm die Kerze. Nimm die Kerze. Ach, das ist alter Brei. Kein Salz. Warum sind denn jetzt die Schubkisten hier wieder zu? Ich bin doch dahin gegangen. Also daher gegangen. Ich war doch da schon, oder? Okay, egal. Hä? Das Bild ist doch zusammengesetzt. Oder kann ich jetzt nicht mehr zurück? Oh ne, bitte nicht. Moment. Teil des Gemäldes habe ich. 3 von 4 Masken. Ja, okay. Und hier war ich auch schon drin. Genau. Hier war die Maske. Ah, okay. Dann ist das alles wieder... Ah! Das wird gereloadet. Okay. Von wo bin ich denn jetzt gekommen? Gut, jetzt sind die Schubkästen wieder zu, wenn ich jetzt hier neu starte. Das muss man natürlich... Wann habe ich gekommen? Das muss man natürlich wissen. Ich finde es mal cool, wie er sich an der Wand abstützt. Gut. Da war ich jetzt. Gut. Okay. Ich hoffe mal, dass ich so langsam hier auch meine Orientierung finde. Ja, es war ja in der letzten Folge die reinste Katastrophe. Ja. Weil dieses Haus einfach unendlich groß ist und du... Okay, komm, nur zum Spaß gehe ich jetzt mal ran. Hallo? Wake up! Wach auf! Wach auf! Du Idiot! Kakerlaken. Da liegt irgendeine Kakerlake. Okay, jetzt kommen wir wieder stoßen wir wieder an die Grenzen. Ja. Ja, das ist nicht gut, ich weiß. Aber ich kann dich ja noch nicht mal
im Moment dafür verurteilen, weil ich ja gar nicht weiß, ob du... Naja, doch, ist er freiwillig hier? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob er freiwillig hier ist. Okay, hier ist nichts. Halt, halt, halt. Hier ist nichts. Nee, doch, es ist wirklich nichts. Okay, ich werde uns Monokel gucken. Da pinkelt wieder einer verfroren in die Ecke. So, Klavier. Wehe. So, okay. Also das heißt, wir müssen dann jetzt den ganzen Weg wieder zurück. Aber es ist cool, dass wir die Schränke jetzt wieder aufmachen können. Und hier quasi wieder neue Sachen finden. Nicht zu viel rennen, ne? Sonst Kerze aus. Muss natürlich jetzt dann den ganzen Weg auch wieder zurück. Und ich habe aktuell jetzt auch, weil ich in diesen scheiß Kreis muss ja nochmal, in diesen Salzkreis, ich habe leider Gottes auch kein Salz aktuell. Auf dem Rückweg finden wir aber definitiv erstmal genug Kerzen. Das ist der Salzkreis. So, Püppi, hier muss ich auch wieder rein. Die Maske im Salzkreis. Ich höre ihre nackten Füße. Die Füße von Theresa. Das ist ein Insider. Mein Mann weiß Bescheid. Salzkreis. Rechts. Das stimmt schon mal nicht. Oder? Nein? Oh. Nein. Nein, nein, nein. Normalerweise schreit sie doch. Ich habe hier aufgeschrieben, Salzkreis Püppi. Hier ist Salz. Ah, Salz. Aber hier rechts rum. Das ist ein anderes rechts. Ja! Lauf! Die Kerze geht jetzt aus. Was ich bis jetzt voll gar nicht erwähnt habe, weil ich noch so... Ja? Ich bewundere seine Handgelenke. Wer zündet denn... Es mag jetzt auch an meiner Größe liegen. Ja, weil ich... Ja, aber wer zündet denn so eine Kerze an? Dann mache ich das so. Gut. Jetzt müssen wir zurück und das Bild finden. Wir haben alle Masken. Genau, und jetzt müssen wir noch gucken, dass wir auf dem Rückweg jetzt die, die Kerzen einsammeln. Ach, guck mal, die Sau klaut mir eine Kerze, wenn ich hier wieder anfangen muss. So. Nein. Vielleicht kommt jetzt was Neues, Spannendes. Ich rieche eine frische Seele. Das hatten wir schon. Okay, also zurück... zu dem Bild. Guck mal. Nein, das ist wieder... Oh mein Gott, wir haben es direkt gefunden. Ich fasse es nicht. Gut, hier sind auch noch Kerzen. So, was kriegen wir denn jetzt hier? Den Schlüssel, hoffentlich. Hm. Sieht... Seems to be a symbol with a key inside. Sieht so aus. It looks real. Ja, greif doch einfach in dieses Loch voller Kacke. Ist das jetzt das Ouroboros? Was soll ich tun? Ja, sie sah aus wie eine Frau aus Fleisch und Blut. Beruhige dich. Beruhige dich. Wir müssen uns beruhigen. Es ist nicht real.
Meine Kerze ist aus. Eine neue Seite von Henrietta Kettwurst Tagebuch. Anna. Die Hochzeit klopfte an meine Tür. Wieder. Hector war ein Mann ohne Familie und war eifrig darin, unser zu gründen. Dies waren nie meine Pläne und würden Probleme für mein Ziel bedeuten, also nahm ich mich der Sache an. Eine Frau mit meinem Wissen kann nicht einfach schwanger werden. Nach diversen nicht erfolgreichen Versuchen wurde die Verbindung kälter. In diesem Moment wurde Anna zur wichtigsten Person in meinem Leben. Ich glaubte nie, dass ich auf meinem Weg Liebe finden würde. Was ich fühlte, war stärker als jeder Zauberspruch in dieser Welt. Wir wurden Liebende und teilten uns jeden Tag das Okkulte in jeder Hinsicht. Hector setzte seine Geschäftsreisen und schlechten Freundschaften fort, während ich meine Wege fortsetzte. Aber jedes Mal, wenn er zurückkehrte, wurde unsere Verbindung rauer, kälter und noch gewalttätiger. Da wusste ich, dass ich etwas unternehmen muss. Okay. Eine große Energie. Die böse Entität ist immer noch aktiv. Es ist Ouroboros auf dem Bild. Oh, perfekt. Ach, perfekt. Wenn das nicht genug wäre. Okay. Das Kessel ist nicht mehr nützlich? Was soll das heißen? Okay. Gut. Die war aber hier auf der Seite, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Guten Tag. Die Tür mit dem Ouroboros-Symbol. Wo waren die? Hier auf der Seite oder woanders? Das weiß ich doch jetzt nicht mehr. Woher soll ich denn das noch wissen? Nee, hier nicht. Ja, ja, ja. Da ist ein Buch aus dem Schrank gefallen. Das kennen wir alles schon. Ach du Scheiße. Kommt die hinter mir her? Was soll ich jetzt machen? Kannst du die Tür zumachen? Mach die Tür zu! Was? Er hält sie zu! Halt sie zu! Ist sie weg? Das war doch die Trolla, oder? Die aus dem Bild kam. Jetzt rennt die hier im Haus rum. Wo bin ich jetzt gekommen? Geh weg, Ball. Ah ja, ich war am Fenster hier vorbei. Ich denke mal, das ist leider die Richtung, in die ich muss, ne? What the fuck? Das habe ich noch gar nicht gesehen. It's me. What's going on? What did they do to me? Okay, das ist hier aufgebaut? In diesem Haus? Das irritiert mich jetzt. Nee. Hier wollte ich nicht hin. Jetzt habe ich mich verlaufen. Hier ist das Gewehr. Ja, ja, ist gut. So. Wir werden die Tür schon finden.
Wir werden sie finden. Wir sind, jetzt sind wir bei der, ich habe genug Kerzen, okay. Mach mal zu, weil dann sehe ich die gleich. Eigentlich sollte da ein... Ich kann mich nicht ducken. Also ich sollte vielleicht nicht da langlaufen, wenn sie gerade hierher guckt, oder? Ah! Ah, okay. Ja. Okay. Das fand sie jetzt nicht so lustig. Ja, halt auf die Klappe. Oh, Moment, bin ich auf der richtigen Seite? Weil jetzt hier die Schranktür aufgeht. Moment. Kanone, wir waren bei der Kanone. Ja, sind wir richtig. Okay. Gut, dann habe ich mich da vertan. Letztes Mal. Ich habe so auch was geändert bei dem Spiel. Whatever. Ich muss hier durch. Mach ich die Kerze mal aus? Vielleicht... Mach mal aus. So. Aber das ist, glaube ich, wurscht. Ich darf nicht in dieses rote Licht reinlaufen. Wie soll ich denn da durchkommen? Vielleicht muss ich erst nach links. Vielleicht komme ich da nicht quer rüber. Das kann ja sein. Okay. Okay. Gut. Ich mache das anders. Ich laufe darüber. Sobald sie nach links guckt. Jetzt guckt sie geradeaus. Okay. Gut. Dann bleiben wir erstmal hier. Wenn wir gerade hier sind, bleiben wir jetzt hier. Ich bin allerdings der Meinung, dass ich auf die andere Seite muss. Aber ich könnte es jetzt nicht beschwören. Guck, vielleicht finden wir hier noch was Nützliches. Also wenn ich jetzt zurückgehe... Och, Kumpel. Wenn ich jetzt zurückgehe, gucke ich genau auf sie. Hier war der Alter. Okay, siehst du, gut. Dann gehen wir jetzt zurück. Das war hier nochmal zu sehen. Das war das Zimmer. Das haben wir auch schon gesehen. Okay. Gut. Und ich wollte eigentlich da links rüber. Ja, ja, der Ball. Jetzt guckt sie. Jetzt guckt sie gleich nach... Ja... Die guckt geradeaus. Ja. Okay. Oh, ich hoffe, wir sind jetzt hier richtig. Jesus Christ, ey. Noch eine Kerze. Die Tür mit dem Ouroboros-Symbol. Das, die ist jetzt auch wieder zu. Also, tu nicht, ich muss sie nicht aufschließen. Okay, hier, weil wir waren ja hier schon. Jetzt schmeiß doch mal diese scheiß Kerze weg. Mein Gott. Ich werde deinem Stumpen da festhalten. Schmeiß sie weg.
Hab schon. Dreckspuppe. War so klar. Es war so klar. Was war das? Der Schrei war neu. Das war jetzt nicht Clownslache.mp4, sondern das war mal jetzt irgendwie ein Geräusch, was ich noch nicht vernommen habe. Dieses ganze dreckige Geschirr hier, das ist doch widerlich. Wäre jetzt hier richtig. Wäre super, weil, ja. Okay. Wo kommen wir jetzt hin? Alright, this is the door. Here we go. What the hell is this place? It's like the whole room is alive. Shit! I don't believe it. That's all I need. Untersuche den Ort. Ja, ich habe auch sonst keine Probleme. Okay, wir können was lesen. Das Ende des Anfangs. Ich muss gestehen, dass Annas Worte von Anfang an sehr überzeugend waren, als wenn ein Engel oder Dämon mir süß ins Ohr flüsterte und mich dazu zwang, die schlimmsten Gräueltaten zu verüben. 1929 brachte der Winter keinen Waffenstillstand. Hectors Reisen waren effektiv, gaben mir die nötige Zeit, eine Entscheidung über das Problem zu fällen, sein Leben. In einer stürmischen Nacht griff Hector auf eines seiner liebsten Laster zurück, Alkohol. Am nächsten Morgen wurde er tot auf dem Boden liegend gefunden. Liegend gefunden. Da steht liebend. Der Arzt, der kam, um ihn sich anzusehen, sagte, dass sein Herz aus natürlichen Gründen aufgehört hätte zu schlagen. Aber Anna und ich wussten nur zu gut, dass dies nicht ganz der Wahrheit entsprach. Sein vorzeitiges Ableben kam durch eine Substanz, die wir in seine Flasche geträufelt hatten. Ein umfangreiches Wissen in Alchemie kann ich als Verdächtigen ausschließen, wenn du die richtigen Elemente für die Aufgabe kennst. Dies ist, wie ich von einer verheirateten Frau zu einer wohlhabenden Witwe wurde und ferner mir die Freiheit zurücknahm und alle Dinge und alle Zeit der Welt hatte, mich der Welt des Okkulten zuzuwenden. Mhm. Ich sehe hier nichts. Ein kaputter Spiegel. Licht. Jacobs Brief. Seit Catwort hier ist, passieren seltsame Dinge im Herrenhaus. Wer ist Jacob? Diese gottverdammten Krähen geben mir keine Pause. Ich jage sie, töte sie und sie bekommen immer wieder. Ich weiß nicht wie, weil in 46 Jahren in dieser Stadt habe ich zuvor nie eine gesehen. Wenn ich sie töte, bemerke ich, wie die Dame mich mit Hass ansieht. Je weiter die Zeit voranschreitet, verhält sie sich seltsamer. Nachts kann ich nicht schlafen. Wenn das so weitergeht, werde ich diesen Job aufgeben. Ach, ist einer unserer Bediensteten, der liebe Jacob. Ich kann nichts sehen. Es ist hier so dunkel. Oh. In irgendwas reingeht. What the fuck is this? Eine Vogelschosse aus menschlichen Teilen. Das ist wahre Hexenmagie. Das Ding wird uns doch gleich jagen. Noch ein Brief von Jacob. Wenn du diesen Brief liest, verbrenn die Hexe. Ich versuche zu fliehen, aber die hat mich geschnappt. Plötzlich bin ich eingesperrt, schwer verwundet und ich weiß, es gibt keinen Ausweg. Etwas hat sich geändert. Ich kann es in ihrem Gesicht sehen. Es war ein Lächeln der Rache. Das Einzige, dem ich mir sicher bin, dass sie das pure Böse ist. Oh, es ist Bewegungssensor. Sieht aus, als wäre es ein Wandgemälde. Angelehnt an vier Elemente. Erde, Wasser, Feuer, Luft oder was? Äh.
Achso, Erde ist das. Wasser, Feuer, Luft. Okay. Gut. Was soll ich jetzt tun? Es ist ein Rätsel. Es besagt, die vier Elemente, ohne Flügel zu fliegen, sind es den anderen oben nach. Groß, immer präsent, aber unsichtbar. Ohne seine Präsenz existiert kein Feuer. Ohne Flügel zum Fliegen wäre jetzt der Wind. Wind. Und Wind ist dieses Zeichen mit dem... Soll ich da reingreifen? Ich bin doch nicht wahnsinnig. I hope it's the right one. Hoffentlich ist die richtige, ja? Was wäre jetzt passiert, wenn ich in ein falsches Loch gegriffen hätte? An old parchment with a strange ein altes Pergament mit einem seltsamen Symbol, aber es sieht nicht, als ob es auf Papier geschrieben ist. Altes Pergament mit Blut beschrieben. Okay. Und der Schlüssel für die andere Tür. Hatte ich mir aufgeschrieben, wo die war? Ja, sollte eigentlich hier auf der Seite sein. Nein! Where is it? Entkomme aus dem Raum als Aufgabe. Na wunderbar. Ich. Fuck! I have to get out of here. Ich muss hier raus, ja? Geh weg! Ist es weg, ja? Jetzt steht es da. Wie hat es mich denn jetzt erwischt? Okay. Fuck! I have to get out of here. Ja, ja. Nicht bewegen. Das Ding bewegt sich mehr oder weniger im Dunkeln. Okay. Nein, ich hab dich doch gar nicht berührt. Das ist heiß schon. Okay, okay. Fuck! I have to get out of here. Nicht bewegen. Das war knapp. Das auch. Ich muss da vorne durch. Ja, raus, raus, raus. Kannst du das machen? Okay, wo einer da vorne ist. Ja, Gott verdammt. Entschuldigung, wir hier gerade die Kommunikation verloren, dich für eine Weile, danke. Unsere Wissenschaftler sagen, dass etwas gefunden haben, eine starke Messung im Raum des folgenden, rote Kerzen und Blut. Finde ihn. Untersuche den Raum mit den Kerzen und dem Blut. Ugh, ja. Aber wo ist der...
Ah, ich kann es mir vorstellen. Ach nee, kann ich nicht. Moment. Der ist es nicht. Ich muss bestimmt hier zurück. Ja, er glotzt mich nicht an. Ich muss darüber wieder. So. Wo waren die Tür mit dem anderen Sim? Ach ne, hier war der Schrein. Den brauchen wir nicht weiter suchen. Jetzt sind wir wieder hier. Okay. Das hat gut geklappt. Der andere Weg war einfach mit Sicherheit viel zu lang. Vielleicht sind aber die Dinge auch hier vollkommen random. Ich weiß noch nicht mal mehr, welches der erste Salzkreis war, durch den ich durch bin. Die Dinge sind hier vollkommen random. Das heißt, ich muss, ich bin vorhin links rumgegangen, ne? Dann muss ich jetzt wieder links im Grunde genommen. Oh, nee. Okay, das war's. Ich hab doch Salz, ich Idiot. Ich hab doch Salz, Mann. Wo ist die andere Tür? Ich gehe jetzt wieder links. Okay. Ja. Okay. Nein. Kein Salz mehr? Nein. Steht hier noch Salz? Irgendwo? Ja. Guck mal. So. Wo ist die Tür? Jetzt muss ich die suchen. Ich glaub's nicht. Ja, geh weg. Verzieh dich. Ich muss nach links. Geh du mal rechts rum. Gut, okay, ist mir egal. Jetzt gehe ich auch rechts. Jetzt gehe ich rechts rum. Jetzt sind wir bei Püppi. Hier war ich aber von überall. Hier war die Tür nicht. Ich muss zu dem Nacktbild. Jetzt gehe ich von hier wieder links rum dann. Nee, wieder rechts rum. So. Ich muss rechts rum. Dann hier ist die Waffe, scheiße. Gut, ich bin jetzt rechts. Jetzt gehe ich nochmal rechts rum. Ich muss ja bei dem Nacktbild irgendwo rauskommen. Püppi.
Yes, Poopy. This is not good. Poopy. Rechts rum. Wo ist das Nacktbild? Ich sehe sie nicht. Hier sind wir richtig. Okay, hier müsste jetzt die Tür mit dem anderen Symbol sein. Hoffe ich. Ich habe genug Kerzen. Okay, aber Salz brauchen wir, siehst du? Ich brauche Salz. Bin jetzt alles abgegangen. Also hier müsste ich jetzt zu der Tür mit dem anderen Symbol kommen. Genau, hier ist auch noch nichts offen. Das heißt, auf der Seite waren wir jetzt wirklich noch nicht. Ich muss echt gucken, wie lange ich spiele. Ich guck mal hier nochmal durch. Ah, genau. Hier war die Tür mit dem Code. Also sind... Wo soll ich denn hin? Wenn Oma jetzt kommt? Ach du Scheiße. Okay. Der Salzkreis hält die hässliche, fiese Frau auch ab. Okay. Ja, ist gut. Oh Gott. Ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Das ist alles so hektisch und so... Ich weiß nicht. Salz. Bin ich hier irgendwo noch Salz? Nee, nur alten, stinkenden Brei. So, rechts oder links rum? Lass mich in Ruhe. Ich gehe mal hier lang und dann, wenn ich zurückkomme, muss ich einfach nur denken, dass ich geradeaus gehe. Ah, ne, wir sind richtig. Wow. Wie schön. Ich kann nicht mehr, ey. Ich kann nicht mehr. Ich muss mal kurz gucken, wie lange ich jetzt aufnehme. 50 Minuten, okay. Ich muss auch heute nicht ganz so viel rausschneiden. Gut, dann setzen wir uns hier mal noch ran. Perfekt, alles passt zusammen zu diesem Zeitpunkt. Es scheint zusammen. Es ist erlaubt, dir zu springen. Oh, wir können ein Portal öffnen. Ein Traum in einem Traum. A dream in a dream? Maybe you want to say a nightmare inside another? Hm. Very well. So there's a clue in there somewhere. Okay, es wird eine Lösung geben. Weil es ist 1 Uhr. Ich habe heute noch nichts gegessen. Okay. Was haben wir denn hier? Eine blutbeschmierte Wand? Ja, grabst sie doch an. Was ist das? Nichts. Was ist das? Jetzt nimm doch die Kerze. Bist ja immer so ein Jammerlappen. Hm. So. Ein Klavier. Mhm.
Gut. That's safe. Oh! Ist jetzt der Moment gekommen? It's a pretty old safe box. I'll need to find the combination if I want to find out what's inside. 7, 2, 8 war das. Hast du mal durch das Schlüsselloch gesehen? Links, rechts, links. Okay. Sieben. Zwei. Acht. All right. Groovy. Groovy. Ein kleiner Schlüssel. Ja, wahrscheinlich hier für die Schokolade ist, oder? Mhm. Oh. This book contains the spell of portals. It says on the sacrificed blood. Auf dem geopferten Blut wird das Symbol von Barkun gezeichnet mit dem Dolch unter dem blutigen Licht. Auf dem Opferblut muss ein Symbol von Barkun mit dem Dolch unter blutrotem Licht gezeichnet werden. Dolch, Pergament, Salz zum Schutzbaum war. Mhm. Das ist Barkun. Beginne das Ritual. Ach, dafür ist dieses Pergament. Okay. Aha. Nothing's happened. Nichts passiert. Ja, uns fehlt ja auch noch der scheiß Dolch. Oh, eine Pistazie verloren. Aber wo ist der? Wir schließen mal die Tür. Und eigentlich könnte ich mal meine Kerze ausmachen, ne? Ja. Nee, kann ich nicht, weil ich dann... Ach doch, ich sehe was. So weitestgehend. Was mache ich jetzt hier? Ja, weil ich auch voll der Klavierspieler bin. Ah, guck mal, was haben wir da? Eins, voll, halb, voll, halb. Okay. Das, oh! Der Dolch. Jetzt nimm doch den scheiß Dolch, Mann. Danke. I wonder how many people have been killed. Ich frage mich, wie viele mit diesem Dolch getötet wurden. Okay. Gut. Können wir jetzt anfangen? Okay. Kerzen brauche ich jetzt anscheinend erstmal nicht. Na dann ran da. Looks like this is it. Good. Alright, let's go. Was? Hä? Oh, wir haben gerade Salz geschmissen. Links drücken, Salz werfen. Was sollte das jetzt? Oder ich zu wenig Salz gehabt? Guck mal, hier ist noch welches. Nee, ich
kannst nicht genug Salz dran. Looks like this is it. Alright, let's go. War nur ein Ticken zu früh, wobei sie schon da stand, aber gut. Wenn man das so genau nimmt, dann bitte. Looks like this is it. All right, let's go. War ehrlich, Kumpel. Und er wirft nicht. Gut. Sowas hasse ich wirklich. Und du kriegst da nicht mal eine Erklärung. Looks like this is it. Alright, let's go. Sein Drecksdolch zieht er doch auch. Wie groß war denn dieses Zeichen? Ich weiß es nicht mehr. Komm. Okay. Here we go. Nein! Komm, 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 komm! It works! The portal is opening! Nein! Bye-bye, bitch! Oh, no. Nein, lass los, ey! Leave me alone! Okay, den Text kennen wir schon. Gott sei Dank. You got it. Well done. You're in a deeper plane now. This means that things are going to get, how to say, die Dinge werden jetzt, würde ich so sagen, aber das ist surreal. Das ist darauf hin, dass dies ein dunkler Teil der Geschichte wird. Sei äußerst vorsichtig. Untersuche den Ort. Unecht? Für mich sieht das ein bisschen zu echt aus. Oh, scheiße, nicht schon wieder. Können wir die nehmen? Ja. Okay, mein Lieben, da würde ich sagen, würden wir an dieser Stelle hier einfach mal Pause machen. Mehr verkraften, glaube ich, jetzt erstmal meine Nerven. Und ich werde mich nachher hier ransitzen. Da liegt wieder ein Tagebuch. Und werde heute noch weiter spielen. Ja, aber jetzt für diesen Moment machen wir, glaube ich, einfach mal Pause. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Schön, dass ihr hier seid. Und weiterhin fröhliches Gruseln.